Ja, hallo, heute ist der zweite Teil unserer Ukraine-Reise für das Rotary-Magazin. Heute sind wir von Kiew Richtung Norden gefahren. Zuerst nach Moschun, etwas nördlich von Kiew, aber noch in unmittelbarer Nähe des Dnipro. Wir haben dort Veteranen getroffen, die in den schweren Kämpfen östlich von Kiew verwickelt waren. Wir haben eine Lebensmittelausgabe begleitet für die Armen des Dorfes, die wirklich vor dem Nichts stehen. Da Moschun sehr stark zerstört ist, also fast jeder Straßenzug sind einige Häuser zerstört und die Menschen stehen wirklich buchstäblich vor dem Nichts. Dort haben wir auch Vitali getroffen. Er baut Banduras, das traditionelle ukrainische Saiteninstrument und natürlich wurde auch seine Werkstatt vernichtet, fast vollständig. Einige Exemplare konnten gerettet werden. Vitali leitet Menschen an aus der Ukraine, um Banduras selbst zu bauen. Ist sozusagen das Symbol für die musikalische Kultur der Ukraine. Dann ging es weiter nach Demidov, das überschwemmte Dorf, wo die Ukraine den Damm aufgemacht hat, um den Russen den Vormarsch abzuschneiden. Kozarowice, die auch von den Überschwemmungen betroffen waren. Dort haben wir Oleg und seine Mutter getroffen, die sich 1,5 Monate vor den Russen versteckt haben und in ständiger Todesangst lebten. Dann sind wir noch weiter nach Demel und nach Libivka. Links und rechts der Straßen war nie klar, wo Minen liegen, wo schon entmint war. Bauern begannen schon wieder ihre Felder zu bestellen, was in den Umständen nicht ungefährlich ist. Am Ende waren wir dann in Sucholuccia, der nördlichste Punkt unserer Reise, am linken, oder besser gesagt am rechten, also am westlichen Dnieper-Ufer, kurz vor der Sperrzone zu Tschernobyl, wo die Armee uns die Weiterfahrt dann verweigert hat, weil das Gelände wohl noch zu stark vermint ist und noch zu viele Rückstände von den Kämpfen zurückgeblieben sind. Morgen bereisen wir zum ersten Mal dann den Dnieper oder den Dnipro Richtung Süden.